Eine Frage, kann man nur eine Sache gravieren? Ich glaube schon. Ich glaube, das war so, dass man nur eine Sache gravieren kann, ne? In dem Fall... Ich gehe jetzt mal hier auf Kopfschussschaden, weil bei den anderen habe ich schon... ja, nur eine Gravur. Okay, alles klar. Bei den anderen habe ich noch schon auf kritisch gesetzt. Deswegen. Gut, also hier, der Armschützer. Kriegerschaden, nö. Fernkampfwiderstand, nö. Nahkampfwiderstand, nö. Gesamtrüstungswert, nö. Jägerschaden, mhm. Kritischer Schaden, ja. Gesundheit, nö. Danke. Hier, Heldenschlag. Minus 35% Abklingzeit für die Fähigkeit Heldenschlag brauche ich nicht, weil ich null Abklingzeit habe. Und Ares Schlachtruf, das brauche ich nicht. Okay. 10% Adrenalin bei erfolgreichen Attentat. Adrenalin bei tödlichen Kopfschüssen. Adrenalin bei kritischen Treffern. Attentatschaden, Chance auf kritischer Treffer ist hier ja schon. Ich würde sagen, hier gehen wir dann auf Jägerschaden. Wobei 6% Jägerschaden, ja. Ja. Ich will ja auch wirklich tödlichen Bogen benutzen hier. So, hier bitte. Giftschaden, Jägerschaden, Gesundheit, Schaden an Tieren, Adrenalin, Gesamtrüstwert. Okay, hier habe ich ja schon 15% kritischer Schaden. Uiuiui. Okay, dann Gesamtrüstwert. Also Rüstwert ist eigentlich auch nicht so bad. Aber ich gehe ihm mal auf Schaden. Ich bin halt dann so eine Glaskanone. Also, ja. Also Glaskanone heißt, man macht ultra viel Schaden, aber wenn man erwischt wird oder getroffen wird, ist man sofort tot. Kopfschussschaden mache ich hier. Ja, Kopfschussschaden. So, und beim letzten, bei den Schuhen, Kriegerschaden, Bewegungstempo, Schaden bei aufgeladenen Angriff mit dem Bogen, aber nur 2%, Und 6 Jägerschaden. Also hier gibt es nicht so viel Gutes, also 2% Schaden mit aufgeladenen Angriffen mit dem Bogen, 2%. Da ist der Jägerschaden noch besser. Ja, dann mache ich hier halt auch Jägerschaden. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Verkaufen. Ich verkaufe mal die ganzen Sachen hier. Wobei, ich habe... Ja... Ich kann den nicht verkaufen. Achso, der hat nur... Wieso hat er nur so wenig? Nee. Ich hatte nur noch so wenig Geld, okay. Aber wieso kann ich den nicht verkaufen? Doch, kann ich. Wieso konnte ich den nicht verkaufen? Hat er... Wahrscheinlich hat er nicht so viel Geld. Das behalte ich noch wegen... Wobei, wieso sollte ich das noch behalten? Ich tune ja meinen Ezio jetzt hoch. So. Okay. Ah, genau. Kaufen. Muss ich jetzt, hier, das da, oder? Zerfletterte spartanische, Flagge. Ah, hier, ja, genau. Notiz eines Überläufers. Okay, alles klar. Hier kann ich, Skins kaufen. Ah, bei dem Schmied kann ich das machen. Ja. Okay. Dann verkaufe ich nochmal. Ja. Den da auch. Ja, die kann ich halt alle verkaufen. Hier ein bisschen Gemüse, erst nochmal ein bisschen Käse, Fleisch.
Meißel, Hammer, brauchst du vielleicht was? Rohes Fleisch hier, damit du groß und stark wirst. So. Okay, also, wusstest du, dass man in Odyssee eigene Stories schreiben und veröffentlichen kann? Damit nutzt er sogar das gleiche Board wie die Ubisoft-Mitarbeiter. Ich fange demnächst an, vielleicht wirst du hier auch mal eine machen. Was? Ernsthaft? Okay. Das ist ja krass, wusste ich gar nicht. Epische Rüstung ist besser als legendäre. Okay, ah ja, okay. Hab einen guten Tag! Ja, du auch. So, was habe ich denn jetzt herausgefunden? Hier. Pallas ist ein spartanischer Held, der in Archia kämpft. Amazonenreif. So, kann ich jetzt schon enthüllen? Ja. Leere Worte bleiben besser ungesagt. Aha. Palästina dem Kult nur, um seine Lust an Metzeleien zu stillen. Das... Ich liebe die Musik. Ah, dieser. Oh, ich bin wieder ein bisschen links getrimmt. So. Dass man ihn den Schweigebringer nannte, war nur ein Witz. Auf dem Schlachtfeld brachte er Rufe voller Schmerz, Angst, Wahnsinn und Tod. Sobald die Schlacht geschlagen war, hörte man nur noch Pallas lachen. Gut. Ja, da freue ich mich schon, den zu besiegen. Gut, also Achtung, Kopfgeld. Ja, ich weiß, danke. So. Ah, genau, ich wollte noch hier das aufdecken. Also, der ist ja immer noch da. Ah, genau, da. Genau. Eskorten-Service. Wo ist der Vogel? Da oben. Ja, ich weiß schon, das Kopfgeldjäger. Danke. Ich dachte, der hört den jetzt doch mit mir. Ist ja nicht so, dass ich schon ein paar Stunden hier spiele. So. Mittlerweile ca. 60 Hokliten sind selten oder besser auf mein Schiff. Ja, nice. So, mal was trinken. Ach ja, immer noch sehr schön. Und Flapsi. Rosenbart. Gut. Also, Befehlshaber ausschalten. Wo ist hier Befehlshaber ausschalten? Also, hier habe ich alles gemacht. Hartes Pflaster. Nachrichtentafel. Es sind ja ziemlich viele. Mentes der Fanatiker, den könnte ich mal töten. Jakinte die Schöne, okay. Warte, ich schau mal einfach bei den Quests nach, was wir da Schönes Neues haben. Also, von den Göttern verlassen. Genau, das ist die Hauptquest. Da können wir weiter. Es war, als hätten die Götter Athen verflucht und mit der Seuche infiziert. Nachdem sie genügend Hinweise auf den Aufenthaltsort ihrer Mutter hatte, kehrte Cassandra zurück.
Okay, da gibt es eine Seuche, okay. Mhm. Krass. Die Töchter von Lilaya. Okay. Schade, dass da nicht aufsteht, wie weit es entfernt ist. Also, wie hier. Also, wenn hier irgendwas hier in Korinth fährt, dann. Zum Beispiel das da. Trifft die mysteriöse Frau auf den Kraneion-Ebene in Korinth. Das wäre zum Beispiel hier in der Nähe. Dann treffen wir in Lorkris, Sykros und nochmal Korinth, okay. Ich sollte das. Rette den hübschen jungen Lykinos am Istimus des Poseidon im Korinth. Ja, okay. Pokris. Aber die kann ich ja nicht aktivieren, ne? Da muss ich dann einfach das finden. Okay, was haben wir hier? Cassandra bekam die Aufgabe übertragen, Cleo, die Korinth für immer verlassen wollte, ganz weit weg. Ah, die haben wir ja immer noch. Haha, ja, super. Schließe Höhlenziele ab. Banditenziele. Hier diese spartanischen Ziele. Die finde ich immer noch nicht. Also den letzten. Wahrscheinlich habe ich das bei dem. Also ich habe ja alle drei Festungen. Waren das zwei oder drei? Ich glaube, es waren zwei. Um Athen aufgeräumt. Ja. Aber das war dann irgendwie. Also, ich habe nur zwei Siegel bekommen und nicht drei. Das war ein bisschen schade. So. Diese blauen Ausrufezeichen sind Stories von anderen. Achso. Ach, die hellblauen? Oder die dunkelblauen? Ah, nee, die dunkelblauen. Story von Trizitzpipsi. Achso. Was ist das da? Also, was ist der Unterschied von. Ah, die sind wahrscheinlich dann die zeitlich begrenzten. Ja, okay. Gut. Ich will mal da kurz schauen, was der macht. Jere, gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein könnte? Ich war einst ein respektierter Mann. Doch das Glücksspiel hat alles ruiniert. Keine Drachmen, kein Platz zum Schlafen. Das ist Pech. Du bist ein Narr. Ja, das ist. Ja, beides richtig, ne? Also. Narr ist ein bisschen hart, wenn man spielsüchtig ist, ne? Also, das ist ja krank. Ein bisschen Pech kann alles kaputt machen. Ich wurde hinterhältig betrogen. Ein paar Drachmen könnten mir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Oder Rache an dem Mann zu nehmen, der mir alles genommen hat. Und du brauchst eine Söldnerin, die ihn umbringt. Ja, sein Tod wird alles besser machen. Also das mag ich jetzt eigentlich auch nicht. Also, wenn der wirklich betrogen worden wäre, ja, okay. Aber töten ist ein bisschen heftig. Aber nur den umzubringen, weil der irgendwas verloren hat. Also, das ist die erste Quest, glaube ich, die ich ablehnen muss. Ich kann nicht helfen. Bitte, überleg es dir nochmal. Ja, nee, danke. Also, wenn er wirklich, also, wenn wir herausfinden könnten, dass man ihn wirklich übers Ohr gehauen hat, dann okay, aber. Nee. Sarah, nein. cool. Okay. Ja, danke.
Ich habe neulich ja die Quest mit dem dummen Talent und der Hexe abgelehnt. Dummen Talent. Ich war noch immer noch bei Talent. Mit der dummen Tante und der Hexe abgelehnt, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. schön. So, okay. Schlachtfeld. Wir könnten jetzt eigentlich hier hingehen, ne? Also in Korinth können wir nichts machen. Warte. Genau, hier müssen wir allgemein die Spartaner noch ein bisschen dezimieren. Damit wir hier... Oder egal, ob Spartaner oder Athener. Damit wir hier die Schlacht machen können. Das gehört Athen, Sparta. Also der ganze Norden gehört schon Sparta. Hier, das gehört Athen. Was? Das gehört Athen. Krass. Sparta? Sparta natürlich, Sparta. 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 Athen. Sparta. Alter, hier ist ja wirklich Flickenteppich erwähnen, was gehört. Athen, okay. Krass. Aber ich finde es interessant, dass hier das da Sparta gehört. Ja, wegen dem Bund natürlich. Aber dass Athen hier voll reingepusht hat. Voll krass. Das da haben wir ja vergeigt, ne? Da haben wir auf Seiten der Athener gekämpft. Und alles niedergemetzelt, aber ja, ich habe nicht drauf geachtet, dass wir ja die Hauptmänner umbringen müssen. Und dann sind unsere so schnell gestorben. Ich hätte einfach sterben müssen, dann hätten wir es nochmal machen können. Gut, so. Naja, Rake, wir werden Sparta untergehen lassen. So, was haben wir denn? Männer des Hökers. Wie soll das sein? Nee. Hier haben wir noch was Neues? Aber ich sehe nichts. Okay. So. Okay, dann gehe ich einfach mal hier straight rein. In das neue Gebiet. Und schau mal, was ich da finde, ne? Mit meinem kleinen Pferd. Na los, komm. Na dann, los geht's. Auf dem Weg. Lagerhaus. Wie neuer Ort. Noch. Entschuldigt mich, ich muss mal kurz da absteigen und hier ein bisschen was machen. So, hier muss ich mal ein bisschen aufräumen. Ah, okay, gut. Nicht sehen lassen. Komm, du kommst hier hoch. Komisch. Entschuldigung, das war eine Taube. Du kannst dich hier nicht halten. Leben ist vorbei. Ich stehe hier doch nur. Nein, der will jetzt auch mitmachen, oder? Die wollen ja jetzt alle... Ach, das nervt. Entschuldigung, ich gehe mal hier hin. So. Ja. Ich bin überrascht, wie lange du durchhältst. Mhm. Kannst du schwimmen? Willst du mal Dankeschön. Alter, was ist
dachte, die will nicht springen. Und ich dachte, der kann nicht schwimmen. Also die auf dem, also die Marine kann ja nicht schwimmen. Seid ihr blöd oder seid ihr blöd? Ja, Prospidol, ja. Dann taucht mal weg. Da kann sie hoch, aber nicht da. Oh. Das war seltsam. Glaube ich dir. Warte. Dann habe ich mir das wohl eingebildet. Steht nicht ungeschützt darum! Achso, ich habe ja keinen. Ein Adrenalin mehr. Entschuldigung, das war nicht ganz so toll. Das war auch nicht ganz so super, aber es hat funktioniert. So. Aber du warst auf dem Dach. Jetzt auch an. Ja. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Gesehen. So. Sehr schön. Important. Die geben ja nicht ganz griechisch, aber ist bestimmt griechisch. So. Dann stelle ich hier mal was. Nein, das wollte ich nicht. Ein Viertel bekomme ich schon damit weg. Nein. So, habe ich schon gemacht. So, jetzt noch den Befehlsfarbe ausschalten. Ja, machen wir mal. Guten Tag. Ja, kritischer Erfolg. Nice. Nice. So, gut. Ja. Das war egal, dann gehe ich mal hier hin, dahin. Was mein Pferd ist, das mein Pferd? Ja, das ist mein Pferd. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal, richtig. So, den hier kannst du aufs Schiff nehmen. Nee. I don't wanna. Der war zu unfreundlich. Geht Tobi auf Attentäter? Teilweise. Also ich gehe auf, warte, ich kann es dir mal kurz zeigen.
Ich gehe auf Fernkampf und Attentäter. Ja. Warte, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Und hier 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also relativ ausgeglichen, ja. Und weiter. Ja, hier geht's, glaube ich. So kann man auch in die Stadt kommen, ne? Vom Schaden her, so Equipment, ja. Ja, Attentäter. Bisschen Jäger. Aber, also die Ezio-Rüstung ist halt sau auf Attentäter natürlich. Und Jägerschaden, wie gesagt. Los. So, 10. Da war noch was zum Durchsuchen. Ein Böhmchen. Okay, und dann. Neuer Ort entdeckt. Nikias Wall. Nice. Okay. Da ist ein dicker. Ein dicker Hund. Vor allem Nikias Wall, ne? Also, das ist halt. Ja, okay. Irgendwo ist das schon Wall. Also, ja, okay. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, warte auf mich. Das Grasen.